Guten Morgen! Ich war ja gestern bei dem veganen Weihnachtsmarkt und habe dort auch wieder nette Menschen kennengelernt. Und wenn ich hier stehe, dann habe ich dies auch überlebt. Ich sage das deshalb, weil zeitgleich zum veganen Weihnachtsmarkt eine Nazi-Demo ein paar Straßen weiter angekündigt und vollzogen wurde und die Bildzeitung in ihrer dezenten Art natürlich Bilder von steinewerfenden, vermummten, feuer- und gewaltbereiten Menschen über 3/4 des Zeitungspapiers, was für diesen Artikel reserviert wurde, ausgebreitet hat. Und natürlich sollte man sich nicht bewusst einer Gefahr aussetzen und an diesen Demonstrationen oder Gegendemonstrationen aktiv teilnehmen, wenn man nicht wirklich auch bereit ist für eine körperliche Auseinandersetzung, die beim Aufeinandertreffen von rechten und linken Gedankengut durchaus gegeben ist. Auch wenn man merkt, dass wenn die Demo anfängt und beginnt unruhig zu werden und man ist in der Nähe, dass man sich dann davon entfernt. Normaler Menschenverstand. Alles normaler Menschenverstand. Aber die Menschen heutzutage sind so ängstlich und werden so von den Medien verunsichert, dass diese lieber dann aufgrund eines Zeitungsartikels, dass da in der Nähe eine Nazi-Demo ist, lieber zu Hause bleiben. Obwohl sie eigentlich ganz gerne zum Weihnachtsmarkt gegangen wären. Ich sehe irgendwie nur noch eingeschüchterte und ängstliche Menschen auf unseren Straßen und auch auf YouTube. Überall hat man Ängste und lässt sich dadurch beliebig steuern und manipulieren. Vom Kauf einer Zeitung, um bestmöglichst informiert und vorbereitet zu sein, bis hin zur Förderung einer latenten Angst, einer großen Verschwörung im Untergrund durch YouTube-Kanäle zum Beispiel. Leute, wacht auf! Ihr verpasst euer Leben! Ihr lasst euch von all den Manipulatoren in den Medien, angefangen bei den TV-Stationen wie RTL, Pro7, Sat1, blabla, über die Bild-Zeitung bis hin zu den YouTube-Kanälen, die ins selbe Horn blasen, in Angst und Panik versetzen. Ihr lasst euch euer Leben versauen. Natürlich immer unter dem Deckmantel der Aufklärung. Man muss informiert sein. Und man muss vor allem das Argument, man muss doch die Augen aufmachen. Obwohl das, was man sieht, wenn man mit klarem Geist schaut, meistens genau das Gegenteil von dem ist, was behauptet wird. Man muss mit klaren Augen sehen. Aber es wäre doch möglich und es könnte doch in jedem Moment ein größeres Unheil über uns hereinbrechen. Die Realität ist auch unspektakulär. Wenn wir auf Arbeit gehen, arbeiten wir. Wenn wir zurückkommen, dann kommen wir zurück und dann tun wir Abendbrot essen und dann gehen wir schlafen. Alles unspektakulär. Und das ist meistens so. Aber der Mensch möchte nichts Unspektakuläres. Der Mensch liebt die Angst, weil er damit seinen Geist beschäftigen kann. Er kann sich fürchten und er kann sich Gedanken machen, wie er am besten einer wahren Gefahr aus dem Weg gehen kann. Er kann Optionen durchspielen und so weiter. Was sind das denn für langweilige Nachrichten, wenn der Nachrichtensprecher oder heute ist es ja der YouTuber davon redet, dass wir alle gut versorgt sind und dass es uns eigentlich ganz gut geht. Nein, das kann nicht sein. Mach doch die Augen auf. Irgendwo lauert immer die Gefahr. Dass alles gut für einen selber ist, das glauben doch die Leute schon gar nicht mehr. Auch wenn sie ein Dach über den Kopf haben, wenn sie nicht hungern müssen oder sogar geliebt werden. Die Leute sind so übersensibilisiert, dass sie nur noch wie paralysiert umherlaufen und auf die kleinsten Auslöser in sich zusammenfallen und das Gehirn zu rattern beginnt. Wo sind denn noch die stabilen Menschen, die sich durch nichts verrückt machen lassen und einfach mal akzeptieren, dass halt auch die Chance auf Krankheit und Tod durch Unglücke, Ideologien oder Krankheiten eben zum Leben dazugehört. Schaut euch doch mal um. Ich sehe nur noch Menschen, die lechzend nach dem nächsten Skandal und der nächsten Unwetterwarnung ihr Leben leben, um sich dann wieder mit Gleichgesinnten in diese Angst reinzusteigen und thematisieren, ne? Zukunftsprognosen schustern. Und nicht die Medien, die wie die Bildzeitung oder diese teilweise schwachsinnigen YouTube-Kanäle sind schuld daran, dass sie euch manipulieren und auch immer weiter in diesen Kreis der Angst reinziehen. Nein, ihr selber seid das. Ihr fragt diesen Mist nach.
Mensch, löst euch doch mal, geht raus aus euch und stellt euch der Gefahr des Lebens, des echten Lebens. Klar stirbt mal einer an einer Krankheit oder wenn es mal wieder Krieg gibt. Aber sollte man deshalb einfach sich in sein kleines ängstliches Häuschen zurückziehen und hoffen, dass die Gefahr bald vorüberzieht? Nicht die Gefahr wird vorüberziehen, sondern euer Leben. Ich sehe Millionen von Menschen leiden und das ohne Grund. Denn im aktuellen Moment geht es diesen Menschen gut. Sie atmen, sie spüren kein körperliches Leid und sie sind satt. Aber nein, es könnte irgendwo ein Krieg ausbrechen, irgendeine Epidemie über uns herfallen, die große Verschwörung im Hintergrund uns mit Chemikalien aus der Luft besprühen oder uns eben in einer vorbeiziehenden Demo einen Stein am Kopf treffen. Mensch, na klar kann das alles passieren, aber das ist das Leben. Das Leben ist aufregend und das Leben heißt Überleben. In dieser elenden, faulen, gesättigten westlichen Gesellschaft breitet sich ein widerliches Geschwür der Ängstlichkeit aus. Und wenn ich in die Augen der Menschen schaue, da sehe ich nur noch Angst, Furcht, Hilflosigkeit. Das Leben ist jetzt in diesem Moment und ihr werdet auch nur diesen einen Moment haben, dann ist er weg. Und wenn ihr euch wirklich endlich mal bewusst darüber werdet, wie sinnlos es ist, diese multiplen Ängste immer weiter zu fördern, wenn ihr es tut, indem ihr Informationen, die man ja durchaus annehmen und auch verarbeiten kann, emotional überbewertet und wenn ihr diese Informationen nicht einfach nur als Informationen einordnen könnt, dann macht es keinen Sinn für euch, diese Informationen überhaupt erstmal zu suchen. Wenn ihr nicht damit klarkommt, dass zum Beispiel unsere Nahrung durch den Preisdruck, den wir als Nachfrage auslösen, dass eben diese Lebensmittel die Qualität eingebüßt haben, dann schaut euch nicht meine Videos zu dem Thema an und arbeitet erst einmal wieder daran, euren Geist einen gesunden Geist werden zu lassen. Na und wie geht das? Durch Bewusstheit. Nicht irgendwelchen vorgeplapperten Öko-Scheiß und Weltverbesserungsgelaber folgen, sondern selber bewusst entscheiden, was man möchte und nicht die Moral und Ethik anderer annehmen. Ein selbstbestimmtes und wirklich bewusstes Leben, das ist das, was zählt. Und das ist, was keinen Raum für Ängste zulässt. Bewusstheit bedeutet Akzeptanz, Toleranz und Liebe. Und Ängste sorgen dafür, dass ihr all dies nicht erreichen werdet. Nicht in der natürlichen Form, die euch gut tut und euch in Ruhe und Zufriedenheit leben und sterben lässt. Ich wünsche euch noch einen schönen, bewussten Sonntag ohne Angst und verabschiede mich in der Hoffnung, den ein oder anderen ängstlichen Zeitgenossen etwas aufgerüttelt zu haben. Es war mir ein Bedürfnis und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.